Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge OMSI 2, der Omnibus Simulator mit mir, den Sevita Let's Player. Wir fahren heute die Linie 150 zur Tivolesstraße vom Hauptbahnhof Nord aus auf der Karte München. Die habe ich bis jetzt noch nicht gezeigt, die wurde mir aber von den lieben Mike zur Verfügung gestellt. Wenn ihr dieses Video seht, ist es gerade eine Offline-Folge, also ich habe noch kein Internet. Aber dann, wenn ich es dann hochgeladen habe, habe ich wohl Internet. Das kurz am Rande. Wir werden diese Linie zurück mit einem Solobus fahren. Wir fahren hier mit den MAN Line City G oder sogar GL. Wir haben hier vier Türen. Mitgeliefert wird noch ein Solo-Dreitürer und ein Gelenk. Zug, also mit einem Anhänger hinten dran. Den werden wir uns aber auch später angucken. Diese Linie ist eigentlich eine Solobuslinie, so wie ich gesehen habe, fahren hier nur Solobusse, aber das ist ja nichts für uns. Ich mag es ja gerne. Herausforderung, ne? Ja, aufgerüstet ist der Bus schon. Tut mir leid, wenn das noch ein bisschen halt. Die Wohnung ist noch nicht komplett eingerichtet, Dashboard und so. Ihr könnt euch darauf vorbereiten, dass auch wieder Dashboard-Videos kommen werden. Aber bislang fehlt mir noch die Dashboard-Halterung, die steht noch woanders. So, wir setzen uns mal rein in das gute Stück, würde ich sagen. Ja, erstmal Außenperspektive. So, wir haben hier schöne Monitore drinne. Schöne Glasfenster, die auch animiert werden. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel das mal aufmachen, sehen wir hier, das ist alles ganz schön gemacht. Das Modell gefällt mir auch sehr gut, außer die Nebelscheinwerfer vorne. Ja, wir haben noch 6 Minuten Zeit, wenn wir die Türfreigabe hier reinmachen. Ich bin auch schon mal solo gefahren, also nicht in der Aufnahme, dann können oder steigen die hier überall ein. Was mich an dieser Karte nervt, ist, wenn man hält an der Haltestelle, laufen die Fahrgäste erst los, anstatt dass sie schon zum Bus laufen, wie auf anderen Karten. Ich weiß nicht, wie das in München ist. Ich glaube auch nicht, dass sie da angewurzelt stehen und ja, ihr wisst schon, dann erst loslaufen, wenn der Bus schon da ist. So, der Bus pumpt sich auf. Wir stellen die Zeit ein bisschen vor. 5 Minuten haben wir noch. 1, 2, 56 fahren wir ab. Ja, machen wir es mal so. Dann können die Leute hier auch einsteigen. Tür 1 und Tür 2 betätigen wir manuell. Ja, irgendwie sind keine Leute da. Da fährt eine schöne Tram. Tram können wir hier auch fahren, habe ich gesehen. Auch sehr schön, nur mir fehlt hier der Knopf zum Dashboard verstellen. Das finde ich ein bisschen, naja. So, Heizung machen wir an. Ja, läuft, hört man. Tickets verkaufen wir nicht, die kaufen sich die Fahrgäste selbst. Ich weiß gar nicht, wie das in München ist mit Ticketverkauf und Schwarzfahrern so. Ja, wir sollten los, würde ich sagen, ne? So, dann legen wir den Gang ein, Feststellbremse lösen wir und dann fahren wir los. So, lassen wir den Kollegen noch hier vorbei. Der kommt von den Stadtwerken München. Stadtwerken? Ja. Stadtwerke? Ja, irgendwie so. Ja, ich finde München ist auch eine schöne Karte. Wir kommen hier auch an sehr vielen Sehenswürdigkeiten, glaube ich, vorbei. War das... Wir halten zweimal Hauptbahnhof Nord. Hauptbahnhof Nord. Wir drehen da vorne gleich. Schon mal Spoiler, Spoiler, hahaha. Aber man kennt's ja, ne? Der Sevita Let's Player, der spoilert ja gerne. Nee, Spaß. So. Das kriegen wir doch gemeistert hier, würde ich sagen, ne? Ja, die Karte ruckelt sehr bei mir. Ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. Aber FPS sind ganz gut. So, jetzt kommen die Leute angelaufen.
Leider benutzt keiner hier die Tür 4. Moin. Grüezi, grüezi, grüezi. Hallo. Hallo. Und jetzt haben wir wieder Verfrühung. Naja. Man kennt das ja. Wir haben hier alles Inschwenktüren. Nicht zu vergessen, wir können die Türen auch alle gleichzeitig aufmachen. Das ist auch sehr schön. Auch gleichzeitig wieder schießen. So, da ist die 58 Hauptbahnhof. Die lassen wir gleich durch. Ja, jetzt. So, Abfahrt. München oder bei Nacht ist auch sehr schön, finde ich. So sieht man wenigstens, dass die Stadt auch lebt, ne? Elisenstraße, da wohnt die Elise. Grüße gehen raus, falls irgendeine Elise hier zuguckt. Was mir letztes Mal oder die Frage im Kopf geschwört ist, aus welchem Bundesland kommt ihr alle? Das interessiert mich mal. Das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Das würde mich sehr interessieren. So, da ist schon die Liesestraße. Also man merkt wirklich, dass das, ups, hier eine Solo-Buslinie ist. Aber mit dem Gelenkbus ein bisschen vor. Dann passt das auch. Dann passt das auch, nee. Hallo. Hallo. Grüezi, grüezi. Schöne Elektro-Tür-Sounds hier, ey. Naja, was soll man machen, ne? Das ist nun mal so. Ihr seht gerade, was ich schön finde, hier ist das originale Display drinne von MAN, nicht so wie in Bremen. Dass hier Haltestellenwunsch Fahrgast angezeigt wird. Und dass das hier dann leuchtet, das haben die MANs in echt auch. Nur die, sagt schnell, die Münchner MANs haben keine Haltestellenbremse, also muss ich jetzt immer die Feststellbremse nutzen, außer wenn kein Fahrgastwunsch ist. Aber da gewöhnt man sich auch irgendwie dran. Ja, ich habe mich auch dran gewöhnt. Kann man sagen so, ne? Kann man diese sagen so? Ja. So. Abfahrt. Da kommt die 150 entgegen. Ich glaube, uns kommen noch zwei andere Busse entgegen. So wie ich mitbekommen habe. Sprachenlernen, Bubble. Kennt doch die Werbung, ne? Wir haben hier nur rote Phase im Moment, ne? Aber gut. Ja, war klar. Haltestelle und rote Ampel. Der passt ja zusammen, würde ich sagen. Mensch. Was ist jetzt los? Achso, jetzt sind wieder alle Türen aufgegangen. Aber dort macht ja nichts, ne? So. Wir kommen zum Glück noch bei Grün hier rüber. Weil lange warten kann ich eh nicht. Straffer Fahrplan hier. Ja, da kommen wir auch noch rüber. Ich bremse nicht. Ich mache keine Vollbremsung mit Fahrgästen. Sonst kullern die durch die Gegend. Es gibt so einen Spruch oder so ein Bild auf Facebook, habe ich letztes Mal gesehen oder wurde mir geschickt. Ein Tritt auf die Bremse. Nee, ein kleiner Schritt. Nee. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie der Spruch ging. Ein kleiner Tritt auf die Bremse und dann Fahrgäste. Ein großer Schritt nach vorne. Ist ja so. Das stimmt. Da kann ich nichts zu sagen. So, jetzt können wir gerade mal die Haltestellenbremse betätigen. Also die Türfreigabe. Ach ja. So, Abfahrt. Da kommt die 100 uns entgegen. Die können wir hier auch fahren. Ich glaube, wir können hier 4 oder 5 Linien fahren. Also selbst die 58 können wir, glaube ich, nicht fahren, die eben am Hauptbahnhof hinter uns stand. Oh, haben sie müde. Hier drückt aber auch früh genug, ne?
So, alle einsteigen. Wer will noch nicht, wer hat noch nicht. Das muss ich ja immer sagen jetzt, ne? Ach, er stellt sich genau, ja. Warum kannst du dich nicht hinsetzen? Mensch. Genug Plätze da. Sogar die beiden ersten Reihen sind frei. Oh, grün. Pinakothek. Da fährt wieder eine schöne Tram vorne. Erstmal einen Schluck hier trinken, ne? Heute mal Eistee. Weil man gönnt sich ja sonst nichts, ne? So, komm, fahr mit deinem Benz. Deiner S-Klasse. Die Benz-Fahrer, die sind immer die Schleicher, finde ich. Mensch, das war schon wieder der Bordstein. Mensch, Pierre, was machst du? So, ja, wir haben eine halbe Minute Verfrühung, aber das passiert. Weil rot haben wir vorne. Na, jetzt haben wir 0. Sind genau passend. So. Oskar von Millering. Oskar, was? Irgendwas mit der Ring, verstanden. Mehr aber auch nicht. Schon wieder rot. Mann. Das ist ja schlimm. Wir vergewaltigen heute die Bremse. Habe ich jetzt gezogen? Nee. Beim Ziehen hört man gar keinen Sound. Schade. Nur beim Lösen. Naja. So ist das nun mal. Irgendein Addon hat irgendwo immer Macken. Aber ich bin ja gespannt auf die C2 Stadtbusfamilie und den neuen MAN, der rauskommen soll. Grüß Gott. Wie die so werden. Also der C2 Pack ist ja jetzt auch schon ein oder zwei Jahre in Erarbeitung. Also hoffe ich, dass da mal sehr gute Qualität bei rumkommt. Ne? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, falls ihr Erfahrungen habt oder irgendwas wisst in Sache C2 Stadtbus Familienpack da gedöns. Das würde mich sehr interessieren. Ja, die 100 fährt hier auch, glaube ich, öfter. Wie wir sehen, sehen wir noch eine 100. Moin, Maise. Da, das ist der Solo-Bus, der hat hinten... Ah Mann, das Omsi immer nachladen muss. Der hat hinten diese Anhängerkupplung, da seht ihr. Für den Gelenkzug. Das haben hier alle Münchner KI-Busse. Auch dem, den wir fahren werden. Auf der Linie hier zurück. Aber das ist ja nicht schlimm. Optik ist ja immer so eine Sache. Aber ob der Bus dann auch für die Fahrgäste Komfort hat, das ist ja in der Hinsicht viel besser. Ne? So, bis der kommt, da sind wir schon rüber. So. Kommt der Rind, könnte rausgucken. Sag ich doch jetzt immer. Dann ist auch gleich Abfahrt. So. Die 100 fährt hier links, HBF Nord. Aber wir fahren geradeaus. Wir fahren da hinten, glaube ich, eine Runde war das. Also drehen da hinten. Und dann fahren wir irgendwie links ab. So, Omsi muss nachladen. Der ist... Ach nee. Ach nee, 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 nee. Ja. Das war jetzt mein Fehler. Aber das haben wir doch gut gemeistert. Moin Meister, sag ich dir zu.
Senken wir den Karren mal ab hier. Grüß Gott. Grüß Gott. Servus, grüß dich. Moin, moin, moin. Ach, in München sagt man ja gar nicht moin, moin. Schön ist es auch, dass der Bus sich ganz absenkt. So können die Fahrgäste gleich einsteigen. Das ist schön, schön. Aber aufsenken tut er sich nicht von alleine. MAN-Krankheit. Ne, bei dem alten MAN, den wir auf Winsenburg gefahren sind, der hat das ja auch nicht getan. Oder hat er das getan? Naja, ist ja Bestellsache, ne? Glaube ich zumindestens. Wenn ich könnte, würde ich mir nochmal einen schönen U405 bestellen. NÜ. Lässt sich so sagen, aber leider kann man ja nicht mehr bei Benz so, ne? Und wegen Umwelt und so bauen sie ja keine U405er mehr. Das war damals. Das ist nicht mehr. Das hier erinnert mich immer an das Brandenburger Tor, wo wir gerade vorbeigefahren sind, da, was wir im Rückspiegel jetzt sehen. Omsi muss nachladen. Ja, fahren wir hier ganz chillig, chillig-millig von dem Sonnenuntergang weg. In den Sonnenuntergang, naja. Hätte ich jetzt gesagt, wären wir vorm Sonnenuntergang, dann zieht euch die Sonnenbrille auf, holt den Eistee raus und dann setzt euch ganz gemütlich hin. Ja, aber gut. Georgienstraße. Die laufen noch bestimmt, wenn ich anhalt. Ja. Das war klar. Grüß Gott. Grüß Gott. Servus. Das Kind habe ich jetzt zum ersten Mal gehört. Das mit dem Grüß Gott. Nein, wie meine Minute Verfrühung hier, was ist denn das? Eben Verspätung gehabt und jetzt? Ach so, habe ich ganz am Anfang vergessen zu sagen. Wir fahren ungefähr 28 Minuten. Ne, falls ihr jetzt an dem Dingens angekommen seid. Ja, ich habe mir überlegt, nächsten Monat oder übernächsten Monat mal wieder ein Gewinnspiel im Livestream zu machen. Und zwar zweimal 20 Euro Steam-Karten. Also in Wert von 20 Euro, also insgesamt 40. Ja, irgendwas wollte ich euch mal wieder raushauen. Deswegen seid gespannt. Seht gespannt. Eine Europalette möchte ich mir jetzt auch nochmal besorgen für das Dashboard, irgendwie Dashboard-Halterung. Ja, die eigentliche ist ja jetzt noch nicht da. Ich werde aber gucken, dass ich mir die besorgen tue. Naja, die steht halt woanders, ne? Aber das Dashboard komplett mit Kasse und so ist schon bei mir. Ja. Nur damit ihr Bescheid wisst, ne, das geht voran dann. So. Mensch, diese Ampel. Bitte während der Fahrt nicht mit dem Fahrer sprechen, please. Achso, don't talk with driver. Feststellbremse vielleicht auch lösen, ne? Naja, das wäre angebracht. Geht die Giselastraße schon wieder? Ja. Also gibt es die Giselastraße wohl öfter hier. Ja, ich halte ein bisschen weiter vor. Wegen der Kreuzung. Überall kommen sie raus und steigen ein. Norbert. Ja, Mai, gib doch Gas. So, also ich wohne jetzt direkt in Stade, nicht mehr eine Station vor Stade, also in der Gartenburg. Nur damit ihr Bescheid wisst, jetzt bin ich ein Storder Jung hier. Nee. Ich wollte eigentlich zurück nach Seevetal, aber ja, in Stade habe ich mich jetzt so zurechtgefunden, ne?
kann man ja nicht meckern. Stade ist schon schön und hat schöne Ecken. Ich vermisse auch die Zeit in der Gartenburg. Da hat man so viel Scheiße gemacht in der kurzen Zeit. Ja, so ist das nun mal, ne? Oh, na Wind. Ja, was der gerade gesabbelt hat da hinten, das hat mir nicht so angehört oder ne, als wäre das Englisch. Ja, komisch. Auto- und Motorradfahrer sind nicht erlaubt, die fahren hier trotzdem durch. Das habe ich bis jetzt auch noch nicht verstanden. Die KI ist hier ein bisschen eigen, glaube ich. So, kommt da wer? Nee, da ist frei, da ist frei. So. Chinesischer Turm. Chinesischer Turm. Aha, aha. Hoffentlich lädt die Karte da auch nach, weil da hatte ich immer Probleme. Ah. Ich nehme das Video jetzt hier zum dritten Mal auf. Also das soll schon was haben oder heißen, ne? Dass Omsi mal wieder ein bisschen rumgespackt hat die ersten Male. Also die das erste. Ja, das erste Mal war mein Fehler, da habe ich alles Succi Piano gemacht, aber mein Mikro war nicht an oder nicht konfiguriert bei Nvidia GeForce Experience. Ja, mir passieren halt auch mal solche Dinge, ne? Servus, grüß dich. Servus, grüzi. Grüzi oder ja, weiß ich nicht. Ich kenne mich nicht so in München aus. Ich sag mal moin, ist zwar nicht Hamburg, aber egal. Wenn man aus Hamburg kommt und irgendwie frisch in München Bus fährt, ja, dann ist das halt so Gewohnheit. Moin moin, ne? In Hamburg sagt man tschüss. Ja, so ist das nun mal, ne? Da kommt uns, glaube ich, die 150 wieder entgegen. Kommt da wer? Ne. Ja. Moin. Ach ja. Kommt da wer, dann können wir ein bisschen die Spur hier benutzen zum Abbiegen. Oh, Omsi. Kommen Sie in meinen Omsi. Benutzen sie jetzt alle Türen? Nee, nur zum Aussteigen. Dass die KI auch nicht die Fahrgäste aussteigen lässt. Mann, Mann, Mann. Das ist ja auch so eine Sache. Aber gut, Omsi. Logik. Am Tucherpark. Genau, da fahren wir ja rüber. Steht auch an unserer Anzeige. So, hier rum. Ja, München ist schön beleuchtet, das kann ich sagen. So wie Hamburg von oben. Aber ich finde, in München ist das halt ein bisschen mehr aufgeteilt, ne? Ah nee, ein bisschen enger. In Hamburg ist das ein bisschen mehr aufgeteilt. Oder kommt mir das nur so vor? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Guten Abend. Guten Abend. Oh, hallo. Hallo. So, nehmen wir das Ding jetzt hier auf. Wir haben hier auch schöne Sonderansagen. Ach so. Ja, sorry. Zum Beispiel das hier finde ich eine schöne, wenn die Haltestelle nicht richtig angefahren worden ist. Liebe Fahrgäste, die Haltestelle konnte nicht ordnungsgemäß angefahren werden. Bitte steigen Sie vorsichtig aus. Das ist schön. Diese Fahrt endet dort. Endstation. Bitte alle aussteigen. Terminus. All change, please.
Genau. Vor uns ein Tesla. Naja. So, wir machen, ballern hier mal nicht einsteigen rein. Weil wir fahren ja nicht weiter mit der Kiste hier, ne? So, green. Greener wird's nicht. Dass er immerhin sich hier immer so absackt. Das nervt. Dort nervt mich. So, Abfahrt, Abfahrt. Hoffentlich lädt da die Karte weiter. Weil sonst habe ich Problem. Ja, mach um sie. Ja. Mann, Applaus für Omsi. Ah, ne, ich liebe dieses Spiel mit seinen Fehlern. Man kennt's, ne? Oh, noch eine rote Ampel zum Schluss. Ja. Da ist unsere Endhaltestelle. Direkt um die Kurve einmal. Aber gut. Man kennt's ja nicht anders, ne? Wie sieht's eigentlich? Wir haben 22 Grad im Bus. Naja, dann können wir mal die Heizung ausstellen. Würde ich sagen. Und es ein bisschen ruhiger machen. Was ist denn hier so laut? Guck mal, das ist auch eine Frage. Normal hat München ja nicht die Lizenz für Benz. Aber sie haben Benz Felgen. Das ist komisch. Ich weiß nicht, Lizenz Felgen, ob es sowas in Omsi gibt oder nicht. Das ist mir eine Frage. Keine Ahnung. Schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Jetzt hab ich zu viele Fragen gestellt, ne? So, Linie 150. Fahren wir hier mal ganz vor. Öffnen wir alle Türen. Die sind ja nicht so. Ja, die steigen ja klar jetzt ein. Obwohl ich nicht einsteigen geschildert habe. Hahaha. So. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen, dieses kleine Ründchen mit mir, den Sevetal Let's Player. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann nicht. Es ist dann klar, wie immer, euch überlassen. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann abonniert. Abonnieren ist kostenlos, so wie auch ein Google-Konto und würde mich unterstützen. Road to 2K, sage ich nur. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage somit Tschüss. Haut rein, bleibt ihr geil. Euer Sevetal Let's Player. Ihr dürft mich na klar auch Pierre nennen. Bis dann. Ciao.